Hallöch meine Freundin, herzlich willkommen zu Stardew Valley, ja, zu einem neuen Let's Play. Und ich freue mich echt riesig auf dieses Let's Play. Ja, wer Stardew Valley nicht kennt, ich denke aber die meisten von euch werden das Spiel kennen, weil das war einer der Hits vom letzten Jahr, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall geht es darum, dass wir, ja, wir kriegen eine Farm und können dann lauter Zeug anbauen, lauter Tiere züchten, richtige Geschichte erleben, das hat eine richtige Story. Und ja, ich freue mich richtig, dieses Let's Play zu spielen, dieses Let's Play zu machen und das Game zu zocken mit euch zusammen, weil ich hab's, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem Game gesehen. Ich hab's wirklich nur einfach, ja, sagen wir 7 Stunden oder so habe ich gezockt, denke ich mal. Und ich glaube, da gibt's auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr. Ich hab echt nicht viel gesehen. Und ja, ich würde sagen, ich laber nicht lange. Wir machen direkt ein neues Spiel, oder? So, und für die Leute, die es jetzt nicht so kennen, ja, die werden es ja gleich sehen, um was es geht. Und ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht mehr wirklich, um was es wirklich ganz, ganz, na doch, doch, ich weiß, um was es geht. Aber die Story weiß ich nicht mehr ganz so genau, weil es ist schon ziemlich lange her. Und es gab auch ein neues Update, sehe ich gerade. Was haben wir denn hier? Standardhof, Flussbetthof, Waldhof, Bergspitzenhof, Wildnishof. Das ist sicher ein halbes Jahr her, seitdem ich hier nicht mehr reingeguckt habe. Und da ich das wahrscheinlich eh nur so ganz wenig gezockt habe, werde ich richtig viele neue Sachen entdecken und, ja, vieles erstmal neu entdecken. Na gut. So, jetzt nehmen wir erstmal den Charakter erstellen. So. Liebstes Haustier, Hund oder Katze? Bin ich voll überfragt. Nun gut, dann nehmen wir erstmal den Namen. So, Hofname. Hofname. Komm, dann nehmen wir ganz klassisch einfach so. Mag gerne. Was mag ich denn gerne? Was mag ich gerne? Meine Community mag ich gerne. Komm, das lassen wir aus. Wie viel kann ich denn da reinschreiben? Sind nur begrenzt. Super. Na gut, gucken wir gleich mal. Jetzt suchen wir uns erstmal eine Frise aus. Wie viele Frisen haben wir jetzt? Das ist 32. Ui. Okay, das sind die Mädchenfrisuren, oder? Das sind die Mädchenfrisuren. Wir nehmen ja hier männlich. So, jetzt ist nochmal zurückgesetzt. Super. So, dann guck mal hier, so wie Son Goku. Was für eine Frise nehmen wir denn da? Ich bin also ein Struppelkopf. Na, da kommen die Mädchenfrisuren jetzt. Komm, nehmen wir die, oder? Blond. Und wann die Folgen jetzt immer kommen, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich erstmal unregelmäßig machen. Blaue Augen. Vielleicht, ich finde, es passt eigentlich so. Guck dir das mal an. Liebstes Haustier. Also, ich habe eine Katze. Aber vielleicht nehmen wir mal einen Hund. Ja. Jetzt Accessoires. Och. Was ist das denn? Ist das eine Endnase, eine Schnauze, Kette. Dann nehme ich so ein Bart, könnte ich nehmen. Na, da ist aber kein passender dabei. Ich würde sagen, wir lassen es so. 122 Hemden. Jetzt nehmen wir noch die Hautfarbe. Wie viele Hautfarben haben wir denn dort? 24. So. Zu dunkel, nicht zu hell. Nehmen wir die 3. Gut. Vielleicht mache ich das noch ein bisschen heller, oder? Ach, das war Augenfarbe. So. Haarfarbe. Hä? Ach, Hosenfarbe. Ach, die Hosenfarbe ist immer gleich.
Aber ich glaube, wir kriegen ja eh immer was. Wir können ja was anderes immer anziehen, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Warte mal, 75 war. Wie sah das andere aus? So. Was ist der Unterschied? Hä? Was war der Unterschied? Vielleicht finde ich das Standardding sogar am besten einfach mal. Ich denke mal, wir können eh was Neues anziehen. Jetzt noch so ein Weihnachtsmann-Ding, Herzpulli. Ganz viel gibt's da. Ich finde den ersten ganz gut. So, das sieht gut aus. Das passt doch. Jetzt können wir noch kurz reingucken. Aber ich würde sagen, ja, die machen wir vielleicht mal ein bisschen dunkler. Na, lass mal so. So, mag gerne. So, ich habe jetzt gesagt, wir nehmen Hund. Hund finde ich besser irgendwie. In dem Game, was haben wir denn jetzt hier noch? Ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Dein Hof ist über mehrere kleine Inseln und Flussbetten verteilt. Fische sind hier häufiger als üblich vertreten. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Allerdings findest du die Schätze der Wälder direkt vor deiner Haustür. Steiniges Terrain und ein sich windender Fluss machen es schwer, deinen Hof zu gestalten. Allerdings bietet ein Mineralvorkommen Möglichkeiten zum Bergbau. Eine Menge gutes Land hier, aber pass auf, in der Nacht kommen Monster. Uiuiui. Ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Ich würde sagen, wir nehmen den Standardhof. So, jetzt ist nur die Frage, was ich denn gerne mag. Da muss ich ja mal überlegen, was ich gerne mag. Da fallen mir jetzt nur Sachen ein, die ich nicht mag. Was mag ich gerne? Ich mag gerne Kuchen. Ich mag gerne Kuchen. Kuchen finde ich gut. Ja, Kuchen finde ich gut. Ja. Das ist mir spontan eingefallen. Kuchen finde ich gut. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Und für meinen ganz besonderen Enkel. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir mal zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Wenn das passiert, mein Junge, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Nun lass Opa sich ausruhen. 1000 Jahre XXP. Joja, join us. Oh, es sind gerade alle am Arbeiten. Pause gibt's nicht. Life's better with Joja. Den Brief von Opa. Lieber Gernot, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das Gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt. Mein ganzer Stolz, Gernotshof,
habe ich sogar nach dir benannt. Er liegt im Sternentautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren. Mein Junge, viel Glück. In Liebe, Opa. PS, wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Ja, das machen wir. Sternentautal, 800 Meter. Hallo? Du musst gerne sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben. Folg mir einfach. Ui, wie sieht's denn hier aus? Das ist Gernots Hof. Dein Hof. Spinn ich? Was ist los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Oh. Na, unser Neuankömmling. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Na, also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus. Sehr, ja, rustikal. Ja. Schönes Haus. Rustikal? So kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Hey, wie unhöflich. Was gibt's denn da zu lachen? Nee. Hör nicht auf sie, Gernot. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Was? Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Oh ja. Und... fast hätte ich es vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, leg es einfach in die Box. Hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Nun, viel Glück. Speichern. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Bewegen, rennen, prüfen. Okay, ich renne schon automatisch diesen Geschenk. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich nehme mir mal kurz. Ich muss mal gucken, wie lange die Folge dann schon geht. Okay. Gut. Hofbuch, sag Hallo. Es wäre eine nette Geste, dich jedem in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohner zu begrüßen. Zwei haben wir schon begrüßt. Es gibt 28 hier. Voll geil. Und hier? Ein Geschenk. Neuer Hofbucheintrag. Pastinackensaat. Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Louis
Sag mal, ich Lewis oder Louis? Ich sag Louis. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Bewässere sie jeden Tag, bis die Pflanze zur Ernte herangewachsen ist. Baue eine Pastinake an und ernte sie. Welle Sendung, Wetterbericht. Willkommen bei Kotzo 5, deine Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersagen für heute Morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Ach. Ach. Kann ich das alles hier verstellen? Teppich. Na gut. Kann ich das auch verstellen? Nö, das wäre auch komisch. Bild? Oh, Bild kann ich auch verstellen. Du musst das. Muss eine Wand platzen. Hallo, ist doch die Wand. Na gut. So. Guten Tag. Habe ich irgendwie eine Ausdauer, dass ich erschöpft bin? Ich glaube, da erinnere ich mich dran. Wir machen erstmal hier ein bisschen Platz, oder? Ich möchte mal was hier dingsen. Anbauen. Und dann würde ich sagen, gießen wir das? Ist das nicht das Richtige? Ach, das ist die Axt. Und dann haben wir das Zeug angebaut und dann sagen wir den Leuten aber hallo. Jetzt mache ich erstmal ein bisschen Platz hier. So, macht man das weg, okay. So. Pop, pop, pop. Holz. Ach, da sehe ich, da rechts ist die Energie. Ihr Schöpfe, sind jetzt ich das. Ich habe schon den ganzen Tag auf dem Bildschirm hier gesucht. So, was ist denn jetzt die Hacke? Ist das? Ne, das war das andere. Dann bist du die Hacke, oder? So. Wie viel Samen haben wir denn? 15. Ist das von Vorteil, am Wasser direkt anzubauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen es eh gießen. Ich habe jetzt auch nicht gezählt. Kostet es was, die anzubauen? Nö. So, und kostet das was? 138 haben wir. Das kostet 2 Energiepunkte. Okay. So, dann gießen wir mal. Nein, Und wie kann man hier was bauen? Mit. Ach, Ach, da gucken wir gleich mal rein. Was haben wir hier? Optionen brauchen wir nicht. Porträts anzeigen. Sammlungen. Da haben wir nix. die Karte. Gemischtwarenladen. Joja-Markt. Ich glaube, das sind die Bösen. So wie wir das vorhin gesehen haben. Und das sind alle Leute. Robin, Geschenk. Und, guck mal. Das sind Herzen, die können... Die können uns mögen. Mögen, Magen, mögen. Kampf, Fischen, Sammeln, Minenarbeit, Hofarbeit. Aha. Da habe ich gerade das Ding drauf. Da ist es rot. Ach, und hier können wir was bauen. Holzpfad. Holzzaun. So mache ich das. Aha. Pum, 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 pum. Oh. Naja. So. Das ist jetzt der Zaun. Ach, so. So. Ein kleiner Zaun. Und wie kommen wir da rein? So. Ah. Cool. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ich hoffe mal, das neue Let's Play gefällt euch dann. Was können wir noch bauen? Schotterfahrt, Pflasterfahrt, Lagerfeuer. Na gut, ich würde sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge alles an. Da können wir es reinwerfen. Okay, gut, jetzt reicht's mal. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.